Herzlich willkommen in einer neuen Aufnahme von Gothic 2, die Nacht des Rahmen-Varus Biker Edition. Ja, die letzte Folge verlief ja weniger als geplant. Erst haben wir den gar nicht gefunden, der uns hier Blutfliegen-Wissen beibrachte. Und dann ist der halbe Bauernhof hier noch ausgetickt und wollte unbedingt Monster schnetzeln. Und hat tatsächlich zwei oder drei Viecher deren XP mir geraubt. Aber ich habe Rache geschworen. Besonders den netten kleinen unschuldigen Schäfchen. Die kommen auch noch dran. Irgendwann mal. Okay, dann springen wir mal hier wieder runter. Hui, ist eine kleine Abkürzung. Oh, das war aber knapp. Ja gut, der Mensch taucht eh, egal wie hoch er springt, nur 2 Meter ein. Ungefähr, also von daher ist das ja auch vollkommen egal. Da rein darf ich nicht, da rein kann ich nicht. Okay, ich würde vorschlagen, wir haben ja jetzt noch einige Quests hier bei den Söldnern zu erledigen. Die werden wir auch in Angriff nehmen, denn es muss so langsam vorangehen. Es muss vor allen Dingen so langsam mal Kapitel 2 kommen. Sonst sind wir bald bei Folge 100 und wir sind immer noch in Kapitel 1 unterwegs. Ich meine mal, für mich eventuell ganz gut, weil ich zögere sowas immer ganz gerne hinaus, aber für euch ist das doch wohl weniger gut. Ah, ich wollte außerdem noch zu Kapitän Greg da oben und ihm Bescheid sagen, dass Skip im Hafen wartet. Zunächst aber erstmal die Söldner. Ich weiß nicht, wie ich den hier besiege, aber ich probiere es mal. Und zwar mit einer schönen Technik. Dem da. So. 189. Dann probieren wir das Ganze einfach mal. Gut. Sentenza, ich bin wieder da. Und wie läuft's? Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Wegzoll gezahlt. Okay. Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Wirst du mir deine Stimme geben? Wirst du mir deine Stimme geben? Aber warum denn nicht? 50 Goldstücke sind doch ein fairer Preis für eine Stimme, denkst du nicht? Klingt gut. Ja. Jetzt haben wir einen Tagebucheintrag, jetzt speichern wir nochmal. Und dann versuchen wir mal den Fight. Da bin ich ja mal gespannt. Es fehlen eigentlich nur noch 3 Leute hier auf den Hof, die wir verprügeln müssen. Rück mein Gold wieder raus. Rück mein Gold wieder raus. Entspann dich, ich pass doch nur ein bisschen darauf auf. Na klar. Sag mal, ist das ein Gesicht oder ein Hintern da weg vorne an deinem Kopf? Mal probieren wir, ob wir es mit der schaffen. Weg mit der Waffe! Viel zu wenig Schaden machen wir dem. Weg mit. Jetzt wird's los. Weg mit der Waffe! Das wirst du bereuen. Mit der klappt es, wir müssen nur gleich machen. Parier doch! Mach ihn fertig! Ja! Fester da, guckst du aber, wa? Gesessen. Gib alles. Na los, komm, Sentenza. Bleib dran. Na los, komm. Oh, fuck. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Bloß, wir müssen, statt unsere Armbrust zu nehmen, die viel zu langsam ist und viel zu wenig Schaden macht, das Schwert ergreifen und ihn angreifen. Anders geht das gar nicht. Vorher, bevor wir den angreifen, will ich doch nochmal 10 Stärke lernen. Ich wollte die eh in Stärke investieren, noch einmal. Und da kommt es mir doch vielleicht sogar richtig, dass wir dann noch mehr Stärke haben, um die umzuhauen. Okay, Torloff. Ich brauche nochmal 10 Stärke. Ach, Quatsch.
vorher den Amulett ausziehen. Das war doch so, ne? Genau. Das war doch klar. So, Torlauf. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Zwar Stärke, genau, oder 5. Und Nummer 5. Seht ihr, jetzt kostet das nächste Mal 10 Lernpunkte. Und ich wette mit euch, hätten wir das Amulett vorher angenommen, hätten wir sofort 10 bezahlen müssen. Und jetzt haben wir nochmal... Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Genau. Und so haben wir jetzt etwas gespart. Und wir haben insgesamt dann... was haben wir denn da eigentlich noch? Das ist der Wasserring, okay. Haben wir jetzt 50 Stärke, was erstmal reichen sollte. Das andere wird dann später in Geschicklichkeit und in Einhand nochmal investiert und eventuell noch in Diebesfähigkeiten. Mal gucken. Auf jeden Fall, vielleicht können wir ja sogar eine andere Waffe jetzt anziehen. Das ist 10 Stärke zu wenig. Einfach zu wenig Stärke. Ich weiß gar nicht mehr, kriegt man noch. Ja. Das ist eine Zweihandwaffe, die macht aber 60 Schaden. Ich habe so einiges gehört. Ich gucke nochmal, ob ich noch ein Schwert finde, was mir passt. Cypher? Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. Hat du noch eine schöne Waffe für mich? Ist nur, es hat nur 40. Meiner hat doch 45, genau. Gut, dann müssen wir halt nochmal nach Khaled drinnen gehen, ob der vielleicht noch eine passende Einhandwaffe für uns hat. Ja, wir brauchen unbedingt eine neue. Khaled? Brauchen eine Einhandwaffe. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Ja, davon will ich mich überzeugen. Was hast du denn hier? Alles zu starke. Können wir nichts mit anfangen. Okay, da würde ich vorschlagen, müssen wir die halt so bekämpfen. Geht halt nicht anders. Aber, naja. Was soll's. Verprügeln wir die halt jetzt mal mit 50 Stärke. Jetzt müssten wir die doch mehr umhauen können. Besonders mit Eisblock. Also das ist schon mal was anderes. So, Sentenzer. Und ich würde doch noch vorschlagen, bevor wir jetzt gleich gegen den kämpfen, gehe ich einen Schritt zurück, weil der Zauber braucht eine gewisse Zeit, um sich zu entfalten. Am besten so. Haben dann Eisblock, genau. Und danach ziehen wir dann gleich die Waffe. So, wir machen das nochmal. Sag mal, ist das ein Gesicht? Okay, du hast es so gewollt. Letzte Warnung! So, und jetzt schnell die Waffe. Und jetzt verprügeln wir ihn. Naja, viel mehr ist es jetzt nicht, aber wir können ihn ruhig verprügeln. Das wirst du bereuen. Oh, jetzt wird er aggro. Jetzt wird er aggro. Mach ihn fertig! Gib alles! Hau drauf! Gib alles! Schlag zu! Na los, komm! Schlag zu! Ja, na los, komm! Los, komm! Ich sehe fast nichts mehr. Ich muss mich hier ein bisschen weiter wegbewegen, weil ich nichts sehe. Wo ist er denn? Da ist er. Er läuft immer noch hinter mir, ja? Lol. Ah, jetzt hat er mich getroffen, aber... Dafür... Na los, komm. Ich will den unbedingt besiegen, Mensch. Ah, der hat auch nicht mehr viel Leben. Speicher mal kurz zwischen. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht kann man den ja jetzt öfter probieren, weil ich möchte den unbedingt besiegen, Leute. Weil der bringt am Anfang doch schon recht viel.
Mist. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Wir probieren es nochmal. Er hat ja nicht mehr viel Leben, Mensch. Da kann man nicht viel falsch machen. Na los. Puh. Los, komm her, Sentenzer. Oh, fuck. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Ja, wir probieren es jetzt noch dreimal und dann, wenn nicht, dann laden wir den normalen wieder. Dann probieren wir es später nochmal. Der muss ja besiegbar sein. Ja. Okay. Mag es ja nie wieder mich anzugreifen. Habe eventuell eine Technik, wie wir den besiegen. Mal gucken. So, Sentenza. Mag es ja nie wieder mich anzugreifen. Der macht doch sofort One-Hit, ne? Irgendwie hat er immer gleich einen kritischen Schlag drauf, verstehe ich nicht. Egal, ich habe noch eine Idee. Und zwar, wir rennen jetzt hier erstmal rum. Mist, ich wollte da hoch. Wieder mich anzugreifen. Das würde eine Folge, das glaubt ihr nicht. Aber vielleicht schaffen wir es doch noch. Na los, wir probieren es nochmal normal. Alter. Mag es ja nie wieder mich an. Ja, wir wissen es, Sentenza. Ich find's geil. Aber total sinnlos. Okay. Mist. Hab die Idee. Wenn es klappt, sind wir gut. Moment, Moment, Moment. Normalerweise ist für so ein Neuling eigentlich Sentenza tabu. Also normalerweise schafft man das nicht. So, komm her. Alter! Ich wage es ja nie wieder, mich anzugreifen. Ja doch, ich wage es. Genau wegen dir. Also können wir es schaffen. Na los. Na los. Na los. Ich muss den Zweier machen. Ist bald keine Power mehr? Na los, komm. Ist eigentlich die Idee. Wenn es klappt, sind wir echt gut. Na los. Mist. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Ja, das schaffen wir doch so gar nicht, ne? Pass auf, wenn man so noch einmal... Oh, Mann, 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 das ist ein Part. Ich glaube auch nicht, dass wir das schaffen, oder? Was meint ihr? Das ist recht stark, der Typ. Der ist wirklich stark. Ja, nie wieder mich an. Das wird ja eine Folge.
Wo können wir hingehen? Wo kriegt er uns nicht? Der ist noch hinter uns, ne? Hm, in der Tat. Da vielleicht drauf? Er ist immer noch hinter uns, der Kleine. Ja, super, so kommen wir da nicht hoch. Mag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Was machen wir denn da, Leute? Wisst ihr das? Pass auf, wir laden den nochmal und probieren den nochmal so. Mit Eisblock und ihr wisst schon, vielleicht schaffen wir den ja nochmal so. Wäre natürlich super. Echt. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Doch, anscheinend schon. So, nochmal, wir probieren's. Sag mal. Weg mit der Magie! Hä? Warum ging... Moment, ich lade nochmal. Warum ging denn das nicht? Das war doch ein Bug, ey. Ganz sicher. So, da. Da wird nochmal geladen. Das war doch ein Bug, dass das nicht funktioniert hat. Na los hier. Ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit. Muss ja auch mal schließlich Sag gehen mal. Hier. Weg mit der Magie. Jetzt so. Hat er gesagt, jetzt wird's lustig? Das stimmt. Ein Kampf. Und jetzt hat er noch weniger Leben. Jetzt müssen wir den doch schaffen. Ja, anscheinend schon. Ach Leute, das ist echt schwer. Probiere ich den jetzt noch weiter oder lassen wir's? Gute Frage. Wir haben ja auch keine Deckung. Wir können uns hier nirgendwo verstecken. Auf irgendeinem Gebiet und mit einem Bogen. Ist genauso dämlich. Wie viel haben wir denn? 12. Ein Eisblock braucht benötigtes 5. Wir haben noch einen Feuerball. Vielleicht bringt das ja was. Sag mal. Weg mit der Magie. Yo. Vor allen Dingen, ich verstehe auch nicht, warum die Gegner immer so sofort one-hitten und wir nicht. Ich meine mal, gut, die haben viel Stärke. Die haben auch vielleicht bessere Talente. Der jetzt hier nicht unbedingt. Aber ist doch immer noch keine Rechtfertigung. Normalerweise ein bisschen zurück. So. Sag mal, ist das... Weg. Okay, du hast es so gewollt. Jetzt wird's lustig. 5. Weg mit der Magie. Du bist ja da... ein Kampf. Ein Kampf. Hau auf! Hör dich auf! Parier doch! Pass auf! Hör nicht auf! Ich habe die Idee, Leute. Das probieren wir jetzt noch einmal. Ich habe die Idee. Hoffentlich klappt das. Wenn das klappt, dann ist echt schon gut. Ich weiß, das wird so eine Folge, die eher beschissen ist, aber tut mir auch leid. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Aber eventuell könnte es klappen. So, pass auf. Sag mal, ist das... Weg mit der Magie. So, eingefroren. Waffe ziehen und von hinten angreifen. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Weil der muss sich nämlich erstmal umdrehen, wenn er wieder ohne eingefroren ist. Genau, er sieht da, er muss sich erstmal umdrehen. Und damit hat er nicht gerechnet. Mach ihn fertig! Hau drauf! Hau drauf! Ich sehe nicht durch das Gebüsch. Huh.
Sehe nichts. Fuck, der Baum hat mich auch eben aufgehalten. Schaffen wir es noch oder schaffen wir es nicht mehr? Das erfahrt ihr in der... Nein, Quatsch. Wir probieren es noch weiter. Aber ich glaube, das ist jetzt schon mal eine bessere Zeitpunkt zu speichern als davor. So, auf, das machen wir ganz einfach mal. Weil der hat ja jetzt kaum noch... der hat ja jetzt kaum Leben. Und von daher ist das vielleicht nicht mal so verkehrt. So. Na los, komm. Fuck. Sag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Ja, du Idiot. So, wir probieren es noch einmal. Ich sage ich die ganze Zeit in dem ganzen Video und es passiert auch nichts. Ich glaube gar nicht mal, dass das für euch mal so spannend jetzt ist, oder? Lol. Sagt jetzt nicht, der bleibt da. So. Oh, keine Pfeile mehr. Wir nehmen Bogen. Kein Pfeil, kein Eisblock, Bogen, habe ich gesagt. Oh, Leute, wir speichern mal, wenn der da schon mal hängt. Dann haben wir doch reale Chancen, dass wir ihn gleich besiegen. Natürlich nicht mit Bogen, weil sonst stirbt er mir davon. Aber gleich im Nahkampf. So, das sollte jetzt der vorletzte Hit sein. Er sollte jetzt noch einmal angreifbar sein und dann sollte er kein Leben mehr haben. Dann sollte er umfallen. Und dann kriegen wir tatsächlich unser Gold wieder. Yes! 400. So, er hat Schinken, er hat Dings und unser Gold hat er dabei. Gut, wie es Sentenza geht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!